Der Natterer Boden ist seit vielen Generationen im Besitz der Familie Albert. Von Gottfrieds Urgroßvater ersteigert, macht sein Vater im Jahr 1977 daraus eine rustikale Jausenstation. Bereits 7 Jahre später ist Gottfried an der Reihe. Er fackelt nicht lang und beginnt zu bauen. 1984, also vor 40 Jahren, habe ich dann die Chance gekriegt, den Natterer Boden zu übernehmen und habe dann den alten Teil, der eben rot war, abgerissen und eben zum ersten Mal Größeres investiert. Die Stammgäste haben schon gesagt, mal bitte, nicht wieder so eine neue moderne Burg oder sonst etwas, die Veranda und das, irgendwo der Stil soll eben erhalten bleiben und das ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Die sind auch ständig im ganzen Bau heroben gewesen, nachschauen und auf die Paletten von den Ziegel haben sie ihr Bier getrunken und die waren die stillen Baupolizei. Für viele ist das Wirtshaus Natterer Boden vor allem für seine Tiere bekannt. Besonders die jungen Gäste lieben die flauschigen Rasenmäher. Zu verdanken ist das eigentlich einer Tragödie. Wir haben einen Großbrand gehabt, das war 2002, da ist ihm der Stall abgebrannt und dann habe ich ihm die Tiere von Schwiegervater übernommen. Er hat nur Hausschweine gehabt und normale Rinder. Ich habe dann die Tiervielfalt übernommen, also draus gemacht. Alles eigentlich vom Aussterben bedrohte Tierrassen. Bei den Rindern haben wir die seltenen Bustertaler Sprinzen und die Duchser, die weißen seltenen Eseln und Haflinger, dann die Schafe, Ziegen, die kleinen Lämmer. Das ist einfach nett, das gefällt nicht nur in die Kinder, sondern auch jeden Erwachsenen. Wir haben schon einige Fohlen gekriegt, Kälber immer wieder. Und Ferkel natürlich, die nicht zu vergessen, wenn wir Ferkel haben, die Kleinen laufen natürlich auch zwischen den Leuten herum, die liegen in der Sonne, die kann streicheln und das ist natürlich schon was Besonderes. Und natürlich auch, was halt auch zum Bauernhof gehört, es wird schon auch ein Teil auch gemetzgert und da ist eigentlich die Grenze zwischen seinen Tieren und meinen Tieren. Liebe für die Tiere haben sie also die Alberts. Nur das Beste aus der hauseigenen Schlachtung kommt auf den Tisch. Manchmal darf es aber auch fleischlos sein. Vor allem das süße Geheimrezept des Opas ist etwas ganz Besonderes. Das ist so geheim, dass es sogar der Küchenchef nicht immer weiß. Das ist ein Klassiker von uns, den gibt es schon seit 40 Jahren. Den hat mein Opa schon gemacht und erfunden. Das ist der Hausstrudel mit Mohn, Topfen und Nuss. Und, ja. Und Apfel nicht vergessen. Dass die Familiengeschichte der Alberts auf dem Natterer Boden nicht mit Gottfried und Martina endet, dafür haben sie gesorgt. 3 der insgesamt 6 Kinder sind im Betrieb bereits vollständig eingearbeitet. Es ist auf jeden Fall ein Pflichtbewusstsein, was man haben muss, aber es ist auch sehr schön, gerade dadurch, dass wir viele, viele Stammgäste haben. Wir haben viele Gäste, die einfach sagen, wir waren damals schon bei eurer Oma, Opas und Geschichten erzählen und wir dürfen das einfach weitermachen. Also ich sehe das schon auch als Stolz, auch dass unsere Eltern uns die Aufgabe zutrauen überhaupt. Und ich würde sagen, wir sind auch echt ein super Team, also mit Johanna in der Landwirtschaft, Alexander in der Küche und ich im Service. Wir ergänzen uns das super und ja, also es ist wirklich etwas, auf das man auch stolz sein kann, dass man das übernehmen darf. Der Natterer Boden ist mehr als nur ein Wirtshaus. Es ist ein Familienbetrieb, in dem Zusammenhalt an oberster Stelle steht. Herzlich willkommen am Natterer Boden.